Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier in Europa, genauer gesagt in Frankreich, haben einen neuen Auftrag. Wir sollen 4 Passagierzüge kaufen. Passagierzüge, na, das üben wir nochmal. Und sollen 1 Million Dollar sammeln. Aktuell haben wir 150.000. So, also. Das sollen wir hinkriegen und ja, wir haben jetzt natürlich hier die Möglichkeiten, erst noch ein paar Städte zu verbinden. Wir haben noch keine Zuglizenz, die muss man sich erst erkaufen, soweit ich weiß. Ich weiß aber noch nicht genau, wo ich mir die kaufen kann. Das werden wir aber bestimmt gesagt bekommen. Hier mit Züge? Du hast keine Lizenz für Züge. Jetzt Lizenz kaufen. Ach ja, kostet nur 200.000 Dollar. Gut, das können wir uns jetzt gerade nicht leisten. Das heißt, wir müssen auf herkömmlichen Wege erstmal ein paar Streckenverbindungen machen. So, Paris-Tours hat auf jeden Fall schon mal von jedem ein bisschen. Wobei 31 Waren mir ein bisschen wenig sind, aber gut, okay, da setzen wir jetzt erstmal 3 Fahrzeuge drauf. Wir gucken mal, Paris-Tours hat 80 Passagiere Standard. Das heißt, dann nehme ich durchaus den 46er Bus hier. Oh, da geben wir aber sehr viel Geld für aus. Nee, dann nehmen wir den 28er Bus. Der sollte ausreichen dafür, dass wir den noch voll kriegen. So, und dann haben wir 33 Passagiere auf diese Art. Dann nehmen wir den 36.000 Euro teuren. Das 36.000 Euro teure Fahrzeug. Und dann nehmen wir hier nochmal den 20.000 Euro teuren kleinen Transporter da drauf. Und dann müsste eigentlich alles erstmal erledigt sein. Und wir können jetzt erstmal ein bisschen die Zeit vorspielen lassen. Haben jetzt 3 Fahrzeuge, die quasi dort laufen. So, hier sehen wir schon, das wird nicht ganz voll. Dann gehen wir mal ein bisschen mit dem Preis runter. Das wird auch nicht ganz voll. Da gehen wir auch ein bisschen mit dem Preis runter. Und der andere Bus, den sehen wir gerade nicht. So, aber der wird ganz voll. Das sieht gut aus. So, damit haben wir... Upsala, kein Depot gefunden. Ich muss die Pfoten von der Tastatur lassen. Ich will immer die Karte wechseln mit WSAD. Kann ich das mit Pfeiltasten machen? Ah, dann lege ich meine Hand so hin, dass ich auf den Pfeiltasten bin, damit ich die Karte durchscrollen kann. So, geht zwar relativ langsam, aber es geht. So, gut, die ersten 3 Fahrzeuge fahren auf dieser Strecke. Und wie wir sehen, also wir hätten natürlich bei den normalen Passagieren, haben wir durchaus noch die Kapazitäten, dass wir dort einen zweiten Bus draufsetzen können, wenn es denn sein muss. So, einen Manager kann ich mir jetzt auch nicht leisten, ein neues Fahrzeug kann ich mir noch nicht leisten. Aber wir gucken mal, von Paris nach Le Mans können wir natürlich auch nochmal mit Personen, nach Bourges können wir noch nach Personen und nach Lyon können wir mit richtig viel Personen. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich eine Zugstrecke, die wir dann mal anrichten oder anlegen werden, damit wir denn hier richtig viel Personenverkehr haben. Nach Lyon haben wir auch noch etwas, nee, das ist Genf, aber Genf, da haben wir noch keine Lizenz, da dürfen wir noch nicht hin. Gut, so, also Geld verdienen. Und es geht darum, so schnell wie möglich Geld zu verdienen und so viel wie möglich natürlich auch zu verdienen. Und da müssen wir uns natürlich dran halten, dass wir da unsere Konkurrenten ein wenig ausstechen, damit die dann halt eben dort, sagen wir mal, ja nicht so gut dastehen. So, heißt also, was kostet mich dieser 25er, nee, 28er Bus? Der kostet mich 90.000. Das ist schon mal sehr viel, da werden wir erstmal noch eine andere Strecke ausbauen. Gucken wir mal. Wo haben wir denn eine kleine Personenstrecke? Ja gut, oder nach Paris, wie viel hast du denn nach Paris? 41 Leute, das ist auch jede Menge. Was hast du denn hier für kleine Strecken? Gar keine Leute, okay. Toulouse, Marseille. Alles so ein bisschen, na gut, okay, dann warten wir halt noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen Kohle kriegen. So, wie viele Leute waren das jetzt hier? 28 waren es theoretisch, das heißt also, wir könnten hier noch so einen 12er Bus, könnten wir durchaus noch draufsetzen. Das ist ein 18er Bus. Haben wir noch einen 18er Bus auf dieser Linie mit? Ach komm, wir binden jetzt Le Mans Paris an und setzen da mal erstmal einen 18er Bus drauf. Der ist dann auch erstmal voll, der bringt uns erstmal Geld. Und wenn dann das Geld da ist, dann setzen wir auch gleich einen zweiten drauf. So. Da sollte auch ein bisschen was bei rumkommen. Jo, sieht gut aus. Ja, der 98er Bus, der macht Kohle, glaube ich. 1800 hier pro Fahrt und hier haben wir 1300 pro Fahrt. Das ist schon sehr gut. Da können wir noch einen zweiten Bus uns von leisten hier auf dieser Strecke. Das könnte dann hier schon mal sehr erfolgreich sein. So, jetzt müssen wir langsam aber sicher an ein Depot denken, damit wir das dann auch finanziert kriegen. Und dass wir dann sozusagen bei Bedarf die Fahrzeuge ins Depot bekommen. Oh, jetzt war der monatliche Pattepreis da. Jetzt mussten wir gerade mal ein bisschen was abdrücken. Was war monatlich?
Fahrzeugkauffahrergehälter 10.000. Rolinfahrergehälter momentan bei 2.000. Da sind sie glücklich. Wir haben 5 Stück. Na gut, okay. Das kann uns ja auch noch wieder kommen, dass die dann anfangen zu streiken oder irgendwelchen Quatsch machen. Ne? Kennt man ja. So. Gut, aber hier dann der Transport von Personen ist erstmal gegeben und passt auch. So, eine Sportveranstaltung in Paris wird stattfinden. Das ist schon mal schön. Wahrscheinlich irgendwelche Olympischen Spiele oder sowas. Man kennt es. Man möchte es ja auch nicht missen. So, das heißt, wir werden jetzt mal gucken. Calais, Paris können wir auch mit zwei 18er Bussen eigentlich bestücken. Das werden wir dann mal nochmal tun. Na, lass mich doch mal einrichten hier. Tour nach Calais. So, da können wir auch 40 Waren transportieren. Aber wir machen erstmal hier zwei 18er Busse drauf, die dann erstmal fleißig uns Geld verdienen. Gucken wir mal, was bringt der uns, wenn er in Calais ankommt. Man kann sehr weit reinzoomen in die Karte, das finde ich schon mal ganz gut. Und die Karte ist eigentlich auch sehr, sehr detailliert, wenn man das mal jetzt so nimmt. Nee, geh mit dem Fahrzeug, danke. Sehr detailliert quasi so die Küstenkanten und sowas. Das ist alles sehr schön gemacht eigentlich. Aber wie gesagt, so ein paar... Naja, gut, okay, man muss zweckmäßig es sehen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Sie ist ja zweckmäßig. Da lasse ich mich drauf ein, dass wir das so beschreiben. So, Paris braucht jetzt demnächst ein Depot, sonst wird das hier mit uns nichts mehr. So, gucken wir mal ganz kurz. Paris, da sind noch genug Leute, hier sind noch genug Waren, hier sind auch genügend Premium-Leute. Okay, naja gut, das wird wieder abflachen, wenn die Sportveranstaltung zu Ende ist. Gut, ja, jetzt sind da auch ein paar mehr Leute. Also nach Paris wollen gerade ein paar mehr Leute, sieht man hier dran, durch die Sportveranstaltung. Aber da kann ich jetzt erstmal nicht viel dran ändern. So, ein Depot wollte ich bauen, genau, und zwar wollte ich, upsala. Nee, kein Fahrzeug anklicken. Machen wir mal ganz kurz die Fahrzeuge weg. So, wir wollten ganz gerne Paris sehen und da machen wir mal ein Depot auf. So, und dann brauche ich noch einen Manager. Einmal für 30.000. Und dann sage ich hier mal alle Fahrzeuge zuweisen. Und die sollen dann dementsprechend repariert werden, wenn der Stand dort erreicht ist. So, eine Sportveranstaltung liegt immer noch an. Wo kommt die? Beginnt in 10 Tagen in Lyon. Okay, na gut, da kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Nach Lyon komme ich gerade nicht. Oder das habe ich gerade noch nicht angebunden. So, aber die sind jetzt alle vermanagert. Und können ihn hier erstmal schon vermanagert. Klingt auch irgendwie komisch, ne? Wir kriegen irgendwie kopfkrank. Egal. So, Lüttich hat natürlich auch sehr viel Personenverkehr. Aber das ist nachher alles, was wir schön mit Zügen machen können. Also 4 Züge brauchen wir. Und da müssen wir uns natürlich mal gucken. Das kann natürlich auch sehr teuer werden, so ein Zug. Aber, ne? Wie das halt manchmal so ist. Da müssen wir durch. So, ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal noch Bourges an. Von Paris aus. Für den Personentransport im Bus. Und da würde ich einen 28er Bus oder was setzen wir zwei 18er drauf? Was war das hier? Wie viele Leute sind da? Potenziell 46. Der 36er ist mir ein bisschen zu langsam. Der 28er macht da auf jeden Fall mehr Geld auf der Tour. Kostet zwar EK mehr, aber das ist auch alles. Und hier bei den Waren, ach, da haben wir 60 Waren. Wie sieht es denn hier aus? Guck mal, da können wir so einen 60 Waren-Heini können wir hier oben draufsetzen. Der sollte hier oben eigentlich ordentlich Waren hin und her transportieren. 51 macht er. Okay, dann gehen wir mal so. Ein bisschen mit dem Preis runter, damit er 60 voll hat. Bringt nicht das... Macht uns jetzt nicht zum Millionär, aber 2000 Dollar haben oder nicht haben. Ne? Das ist schon mal ganz gut. So. Kann man eigentlich irgendwo seine Konkurrenten so einen Chart sehen, wie man da steht gerade zu seinen Konkurrenten? Stimmt, oder? Huch, Ferien. Ja. Also da stehen wir ganz gut, ne? Wir sind die grüne Linie hier und das müssen wir natürlich dann auch so weiter behalten, dass wir da sehr schnell immer weiterkommen. Oh, hier ist die Strecke komplett gesperrt. Das ist natürlich ganz bitterböse sowas, aber kann halt passieren. So, dann haben wir das hier bedient, das haben wir bedient, das haben wir bedient, das wollen wir noch bedienen. Genau, da wollte ich ja Fahrzeuge draufsetzen. Ach komm, wir nehmen zwei 18er, ne? Die sind jetzt erstmal sozusagen erschwinglich für die Tour und die sollten... Oh, jetzt ist die Strecke hier gesperrt. Warum ist die Strecke gesperrt? Kann man das... 14 Tage, okay. Das ist natürlich schade. Wie lange ist die hier noch gesperrt? Noch ein Tag, dann ist sie wieder frei. Die Straße ist tatsächlich benutzt und die Fahrzeuge müssen warten oder einen Umweg machen. Um zu ihr Ziel zu gelangen, weiß ich nicht, warum sie nicht hier unten rumfahren, aber wahrscheinlich, weil sie diese Strecke noch nicht kennen.
So, hier wird gewartet auf Waren. Warum? Liegen noch 24 Waren dort. Kann er doch einladen. Ah, weil er 25 braucht. Okay, so, das sollte jetzt hier aber demnächst los sein. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch... Oh ja, die sind sogar voll. 1400, nehmen die jeweils ein. Sehr gut. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um Le Mans. Le Mans hat eine Idee hierhin, eine Idee dahin, eine Idee dorthin. Das ist schon mal ganz gut, aber 10 Leute sind mir zu wenig, dafür eine Verbindung quasi von Le Mans dahin zu manifestieren. Aber wir können die Waren dort transportieren, dann nehmen wir hier den 25er. Der sollte da drauf funktionieren. So, geht auch voll. Ah, nicht ganz. Dann machen wir das mal ein bisschen billiger hier und dann geht er auch voll. So, dann gucken wir von Le Mans nach Nantes. Haben wir 40 Personen im Transport. Da können wir durchaus den 36er draufsetzen. Der sollte dort funktionieren und sollte auch gut Geld bringen. Der ist auch voll, sehr schön. So, zack, 2300 pro Fahrt. Wunderbar. So, und dann haben wir hier noch Brest hinten dran. Und da haben wir natürlich richtig Verkehr. Also da können wir richtig viel machen. Von Lyon aus. Da können wir auf jeden Fall erstmal den draufsetzen. So, die sind ein bisschen sauer, weil der Preis so hoch ist. Gut, gehen wir mal runter mit dem Preis auf 73. Das sollte funktionieren. Und was haben wir noch nach Brest? Nach Brest haben wir noch 90 Personen im Personentransport. Aber dann nehmen wir die 28er, weil die schneller sind und wir damit mehr Geld machen. Ne? Das haben wir ja schon mal gelernt. So, 8 Leute steigen bloß ein von 12 möglichen. Dann gehen wir nochmal um 3 Dollar runter beim Preis. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen warten, dass wir wieder 90.000 haben für den 28er. Aber es läuft schon ganz gut. Geld läuft gut rein, würde ich sagen. Und momentan sieht es auch sehr gut aus hier mit dem Verkehr. So, Wintersemester beginnt. Keine Ahnung, was uns das bringen soll oder die Information bringen soll. Aber das werden wir auf jeden Fall noch erfahren irgendwann. Wie gesagt, dieser 46er-Bus, der ist mit dem 18, mit dem 36er-Bus gleichzusetzen. So, wenn, dann sollte man dann, wenn wir richtig viel transportieren wollen, wirklich gleich auf den 55-Personen-Bus gehen hier. So, und jetzt gehen wir hier mit dem 28er-Bus noch drauf. Der sollte voll sein und der sollte, wenn er da oben ankommt, auch richtig viel Geld bringen. Weiß gar nicht, nach Paris möchten dort die Schickimicki-Leute mit 25, da können wir den 20er-Bus draufsetzen. Um 120.000 in bar. Wir gucken mal. Das bringt uns jetzt hier 4.700, eine Fahrt. Sehr gut. So, und da haben wir noch Potenzial, da können wir noch durchaus einen zweiten Bus draufsetzen, weil wir sehen, hier sind 64 Leute immer noch am Warten, obwohl wir hier schon gut hin und her fahren. Fahrzeug repariert. Sehr gut, also 90.000, wenn wir die wieder zusammen haben, dann kaufen wir in Brest nochmal ein. Meine Fahrer sind immer noch glücklich, das ist schon mal gut. So, jetzt haben wir, nee, das sind 60.000, komm, gib mir 90.000. Zack, noch einen zweiten Bus da drauf und der funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut. So, jetzt ist hier wieder die Straße gesperrt. Das ist ungünstig, ne? Im schlimmsten Fall ist das sehr ungünstig. 11 Tage. Naja, gut. Damit muss man halt leben. Das ist ja dann nachher das, was, wo wir mittels... Achso, warte mal. Ich muss jetzt mal hier, glaube ich, ein paar Fahrzeuge enablen, dass die repariert werden. Damit die auch am Leben bleiben. Sehr gut. Gut, dann lassen wir den Schirm offen. Oh, wir mussten, glaube ich, gerade das monatliche Geld bezahlen. Ist das wieder rum? Ja, Fahrzeug repariert. Wunderbar. Aber wir haben richtig gut Kohle jetzt im Einkommen. So, und der hat bloß 8 Leute drin. Das gefällt mir nicht. Ich hätte den Bus gerne voll. So. Gut, können wir hier noch einen draufsetzen? Gucken wir mal, Le Mans 84. 60 warten da auf der Strecke noch. Ich glaube, da können wir sogar noch einen 28er-Bus draufsetzen. Dann haben wir 3 Stück dort im Betrieb. Das ist schon mal ganz gut. Und das schafft uns auf jeden Fall regelmäßig Einnahmen in Höhe von 4.000 Dollar. Und das ist das Coole an der Sache, dass wir dort gut Geld verdienen mit. Gut, das heißt, wir sind jetzt noch von Lyon mit hier unten Girard-Montferrat. Da müssen wir uns nochmal verbinden mit Lyon für Warentransport. Und da müssen wir mal gucken, beim Warentransport würde ich sagen, der 90-Tonner ist, glaube ich, genau der richtige für diese Strecke. Den möchte ich denn hier einmal einsetzen. So, das heißt, wir machen dort eine Verbindung hin. Omnimona Girard-Montferrat. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber ich tu's. Ihr könnt mich gerne berichtigen. Also, na gut, ja, Aussprache wird schwer, ne? Na gut, ihr könnt ja Lautschrift schreiben. Aber ob ich die lesen kann, das ist natürlich. So. Ja, und da ist dann natürlich der Verkehr. Da müssen wir nachher mit dem Zugverkehr hin, dass wir da die Leute transportieren. So, Fahrzeug repariert. Sehr gut. Wann haben wir denn die 130.000 mal zusammen?
Sportveranstaltung. Das heißt, da gibt es dann wieder demnächst in Paris hohen Aufkommen an Personenverkehr. So, hier sind wir jetzt ganz gut mit dem Warten in Personen. Naja, gut, jetzt kommen ja zwei 28er Busse an. Das wird schwer. Ich glaube, da muss einer von warten, ne? Oder? 48, 49, 50. Die fahren beide raus. Dann wollen wir einen Schickimicki-Bus. So, da ist ein 36 unterwegs. Ja, das sieht immer... Na gut, das ist knapp. Der muss schon noch ein bisschen auf Leute warten. Also jetzt haben wir da sozusagen den Berg abtransportiert. Aber wir haben das Kleingeld hier für dieses Fahrzeug. Und da gucken wir mal, wenn der mit 90 waren, 36 nimmt er mit. Warte mal, dann gehen wir um einen Euro runter, einen Dollar. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir damit kriegen, wenn der hier unten ankommt. Das sollte schon beachtliches Kapital wieder einbringen. Und zwar bringt uns das 6.900 pro Fahrt. Sehr gut, sehr gutes Fahrzeug. Das könnte sehr schnell sehr viel Geld für uns bringen. Okay, gut, dann gucken wir mal weiter. Paris hat natürlich noch Verbindung nach Lyon, will es ganz gerne haben. Ansonsten geht's. So, dann jetzt haben wir einen Busfahrerstreik. Das ist natürlich ungünstig. Machen wir mal da. Oh Gott, jetzt wird natürlich der Preis höher gehen. So, auszahlen. Und fertig geht's. So, okay. Was haben wir jetzt hier? Le Mans haben wir hier. Das haben wir angebunden, das haben wir angebunden. Das brauchen wir nicht anbinden, das ist zu wenig Leute. Noch irgendeine Stadt jetzt hier in der Nähe? Nee. Okay, dann gucken wir uns mal die Stadt hier an. Jetzt muss ja schon warten auf Waren. Der hat einen Warentransport von 52 dorthin, Personentransport 28, 19 dorthin. Und 89 waren dorthin. Na gut, da ist ja ein LKW unterwegs immer. Und hier mal über 200 Waren nach Marseille. Natürlich auch nicht schlecht. Gut, also dann machen wir erstmal hier die Verbindung und setzen dort, Moment, ein Warentransporter mit 40 Tonnen ein. Große Strecke bitte. So, dann haben wir hier auf jeden Fall das bedient. Und dann bedienen wir das hier drüber noch. Und zwar mit einem 12er von dem hier. Oh, der geht auch voll. Und was haben wir da noch gehabt? Hier ein 30, dann nehmen wir ein 28er. Nochmal auf diese Strecke. Upsala, nochmal aus. Nochmal ein 28er auf diese Strecke hier. Der sollte dann auch voll gehen, dann ist das ja auch bedient. So, dann läuft das doch schon mal. Gut, dann ist noch Marseille mit Warentransport dran. Da können wir nochmal 90 Tonnen draufsetzen. Oh, das ist aber ein weiter Weg hier. Okay, gut, gucken wir mal. Der 90 Tonner auf diese Strecke bitte. Ob der sich voll lädt? Nicht ganz. Hier mal 2 Dollar weniger. Und dann sollte das sich auch voll laden. Okay, dann haben wir das hier schon mal nach Marseille, auch soweit im Griff. Und ja, wir können mal ganz kurz in die Statistik gucken. Wie stehen wir denn da? Ja, das ist ein harter Kampf, aber wir sind noch vorn. Muss man aber wirklich sagen, ist wirklich ein harter Kampf. Da kann auch mal was schief gehen. So, dann haben wir 90 Waren an Bord. Die sollten bis dahin ordentlich Geld bringen. Gut, dann haben wir das aber angebunden hier. Das sollte dann auch voll versorgt sein. Dann gucken wir mal nach Bordeaux. So, Bordeaux hat Warenverbindung nach Nantes. Und da nehmen wir dann den ganz normalen 40 Tonner, weil das sind, glaube ich, nur 49 Tonnen. Den nehmen wir da mal drauf. Der sollte dann auch voll gehen. Nicht ganz, aber fast. So, gut, dann haben wir von Bordeaux nach Toulouse einmal 30 Waren. Dann nehmen wir den 25er drauf. Und dann haben wir dort, wie viele Leute waren es? 45. Ich würde sagen, dann nehmen wir den 28er Bus drauf. Das sollte dann ganz gut funktionieren. So, gut. Die Strecke ist auch gut belegt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier bei unserem Manager wieder ein paar Fahrzeuge zur vollständigen Reparatur freigeben. Damit er das auch bestimmen kann und machen kann. Damit die Fahrzeuge immer fit bleiben. Wir haben schon jede Menge Fahrzeuge und wir haben auch schon jede Menge Kohle. Und da läuft es doch ganz gut rein. Das ist das Gute an der Sache. So, okay. Das ist Bordeaux. Hat Bordeaux noch irgendwo... Nee, Bordeaux hat keine Bedürfnisse, oder? Doch, hier nach Lyon nochmal 210 Waren. Oh, das ist gut. Da können wir auf jeden Fall vielleicht eventuell... Ah ja, Büromiete, Versand für Manager, für Züge. Das kostet auch nochmal 100.000. Okay.
Und hier müssen wir die Lizenz kaufen für 200.000. Okay, also wir kaufen mal die Lizenz für Züge. Und da sehen wir, was transportieren die? Die transportieren 80 Waren, gibt es einen Zug. Und es gibt einen Zug für das. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich denn schon... Wenn ich jetzt von Bordeaux nach Lyon, kann ich eine Zugstrecke machen. Mit 210 Waren. So, die Dinger kann ich aber noch nicht kaufen, weil mir fehlt quasi... Nee. Hm, was fehlt mir denn? Ah, jetzt kann ich kaufen. Achso, mir fehlt das Geld. So, für 80 Waren können wir da mal draufsetzen. So, da fährt aber keiner mit. Warum nicht? Weil die Zugfahrer streiken. Na, das ist ja toll. So, wie viel Geld wollen die denn haben? Damit die glücklich sind. Die sind ja sauteuer. Okay. So, jetzt fährt der Zug auch los, aber er hat gar keine Waren an Bord. Bin ich denn das? So. Die sollten doch eigentlich mit guter Geschwindigkeit jetzt transportiert werden hier. Und ganz gut dahin kommen. So. Aber wir sollen sowieso Passagierzüge kaufen und nicht solche. Gut. Dann nehmen wir mal Marseille. Wo können wir denn viele Passagiere von Marseille aus hin transportieren? Mit dem Zug. Wo kein Bedarf? So. Ach hier, guck mal, das ist doch eine schöne Zugverbindung. Okay, dann machen wir eine Zugverbindung von Paris nach dort. So, und da kaufen wir uns mal einen Personenzug für 280.000 drauf. Wir müssen noch ein Depot dafür bauen, ne? So, was ist denn hier los? Warum macht der immer noch keine Waren? Er macht immer noch keine Waren. Warum nicht? Ist das der falsche Zug da drauf? Aber wir haben noch... Warte mal, von wo noch? Wo geht denn die Strecke? Von hier nach da, ne? Die Strecke ist das doch. Muss ja doch da Waren machen. 20 Dollar nimmt er jetzt welche mit. Gut, da setzt er sich auch voll, okay. Dann gehen wir mal auf 25. So, okay. So, jetzt kann ich hier einen Personenzug kaufen. Den kann ich jetzt mal da draufsetzen. Und der ist natürlich total überteuert, sagen sie. Ja, dann gehen wir da auch mal runter auf 35. Mal gucken, ob das was bringt. So, der Zug. 51 nimmt jetzt bloß noch mit. So, der Zug da oben ist voll, okay. Können wir da wieder vielleicht ein bisschen mehr Geld nehmen. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir hier noch... erstmal müssen wir, glaube ich, einen Manager für Züge einrichten. Kostet ja auch nochmal 100.000. Sehr schön. Gut, und dann brauchen wir noch ein Zugdepot irgendwo. Das müssen wir hier mal, glaube ich, aufbauen. Depot, Bahndepot. Yep. So. Alle zuweisen. Zuweisen und du darfst dann mal reparieren dann. Okay, gut. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir von Lyon noch irgendwo anders ganz viele Passagiere hin transportieren können. Der ersten Klasse natürlich nicht. Nee, erstmal nichts. Oder machen wir die mal aus hier. So. Von hier will man eigentlich wirklich bloß nach Paris, aber davon jede Menge. Also das, da können wir auf jeden Fall noch Passagierzüge draufsetzen, wenn wir das Geld dafür haben. Also hier ist ordentlich was los gerade. Und wir können natürlich hier auch noch eine Straßenverbindung, müssen wir auch nochmal Lyon-Paris machen. Das ist momentan richtig was am Köchern. Na gut, okay. So. Und da sind 96 Waren am Bären. Ja. Also ganz glücklich bin ich damit noch nicht, aber gut, was willst du machen? So, machen wir da noch einen Personenzug drauf. Den müssen wir uns mal kurz angucken. Der hat natürlich einen zu hohen Preis. Den müssen wir natürlich senken auf 37 Dollar. So, anpassen an den anderen Zug. Damit er auch voll ist. Wir brauchen 4 solcher Züge und wir brauchen 1 Million an Kapital. Ne? Das ist das, was dann dabei rumkommt. Und naja, die Züge sind schon ganz schön teuer. Und wieder ein Busfahrerstreik. Ich werde wahnsinnig. Reicht nicht. Ja komm, dann krieg ich das Maximum. Geht immer noch nicht? Hallo? Hm. Hier sind nur die Kleingeldgelder, um das zu bezahlen. Oder? So, was ist jetzt los? Äh.
ausgefallen. Wieso ist das ausgefallen? Mein lieber Manager. Und das hier? Mein lieber Busmanager hier. Du hast doch alle Fahrzeuge unter deinen Fittichen. Aber es könnte sein, dass das Depot zu klein ist, ne? Ja, das wird sein. Hier müssen wir das Depot quasi vergrößern. Und beschleunigen. Dann kostet das zwar ein bisschen mehr, aber... Gut, das haben wir jetzt auf Maximum ausgebaut. Das heißt, die können jetzt ein bisschen schneller reparieren. Und dann sollte das jetzt auch vonstatten gehen. Und ich glaube, ich muss noch ein zweites Depot irgendwo hinsetzen. Heieieiei. Ui, das haben wir ein bisschen verpeint. Okay, da haben wir beim letzten Mal besser dran gedacht. Aber gut. So, wie viel Geld haben wir? 219.000 und 4 Züge brauche ich. Wie viele Personen habe ich denn hier noch? Sagen im 150, ja, das wird nichts mehr. Wir müssen mal gucken, dass wir woanders noch einen Verkehr aufgebaut bekommen mit Personenverkehr. War hier nicht irgendwo nochmal richtig fit Personenverkehr? Mal, Dijon hat auch nichts lohnen mehr. Das Paris-Brüssel könnte man natürlich noch nehmen. Paris-Lüttich. Paris-Lüttich, das geht mit dem Zug nochmal, aber das ist natürlich auch ein Riesenweg, den er da fährt, aber das ist egal. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal die Lizenz von 85.000, kaufen wir uns mal. Dann machen wir eine Zugverbindung. Machen wir die aus hier, danke. Von Paris nach Lüttich. Und da bauen wir dann noch erstmal die zwei Züge drauf, Personenverkehr. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, das könnte vom Preis her jetzt vielleicht nicht ganz so günstig sein. Ach, wir streiken schon wieder. Okay, dann gehen wir jetzt mal runter auf 38, 37. So, dann müssen wir jetzt hier den Leuten ein bisschen mehr Geld bieten, das bezahlen. So, fahren sie erstmal wieder. So, Paris-Lüttich. Also wenn die jetzt nochmal streiken, dann habe ich ein Problem, ne? Dann kann die nichts mehr machen. Den Maximalpreis hin. So, die sollten doch jetzt hoffentlich, denn da sollten sie jetzt ein paar reinsteigen. Jupp, machen sie auch. Wunderbar. Gut, dann bringt das hoffentlich auch ein bisschen Geld. Und dann kann man da nämlich noch einen zweiten Zug draufsetzen und dann sollte das alles seinen sozialistischen Gang gehen. Und dann können wir hier nochmal ein Depot bauen für unsere Fahrzeuge. Oder ich glaube, na, jetzt reicht es eigentlich. Fahrzeuge sehen alle einigermaßen gut aus vom Zustand. Aber noch ein zweites Depot, das schafft natürlich weniger Leerfahrten, ne? Ah, die Lizenz war halt teuer, ne? Das muss man auch sagen. Schade, dass ich Luxemburg hier jetzt keine Stadt hatte, die nach Luxemburg so richtig was wollte. Nicht richtig viel, weil das wäre deutlich günstiger geworden. Aber gut. Was man hat, dann hat man halt. Aber das bringt natürlich 11.000 ein, so eine Fahrt bringt 11.000. Deswegen setzen wir da nochmal noch einen drauf. Dann haben wir zumindest schon mal die 4 Fahrzeuge jetzt erfüllt. Ui, Zugverkehr jetzt auch noch mit Menschen. Also das wird schon, muss man sagen, das wird durchaus schon spannend, interessant und auch wesentlich intensiver bei dem, was man da machen muss. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Also das ist ja okay. Das darf es ja auch ruhig intensiver werden und Spaß machen dann natürlich auch dementsprechend. So, haben wir denn von Brüssel irgendwas, was irgendwo hin will, ganz günstig? So, von Brüssel könnten wir zum Beispiel hier Personenverkehr und Warenverkehr machen. Dann machen wir das doch einfach. Brüssel. So, und das waren 60 Personen. Da wollte ich hin, da, so 60 Personen. Dann nehmen wir doch durchaus den 55er Bus. Da mal drauf. Mal, der ist auch voll und dann haben wir 83 davon, nehmen wir hier den 60er drauf, der sollte dann auch voll gehen. Zack, und schon läuft das hier. Sehr gut. So, dann haben wir da oben noch eine Tour, die uns Geld einbringt. Relativ gut und relativ schnell. Wir gucken mal ganz kurz in die Statistik. Oh, wir sind noch führend und wir haben das Ganze bis jetzt in 11 Monaten geschafft. Das heißt, also unsere Millionen, die könnten wir auch relativ schnell voll kriegen hier. So, und dann kann man hier noch 80 Personen hin und her transportieren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Keine schlechte Tour. Für 80 Personen nehmen wir uns durchaus den 55er Bus hier. Das sollte ausreichen, der sollte auch voll werden. Und dann bringt er hier pro Fahrt, wir werden mal gleich gucken,
Zack, 3.300. Sehr schön. Wieder mehr, wo wir Geld einnehmen. So, wir werden jetzt aber noch ein weiteres. Ich werde hier noch einen. Mache ich hier noch ein Depot? Hier wundere mich relativ wenig Fahrzeuge unterwegs, ne? So, nach Turin könnte ich hier natürlich gehen. Hier könnte man einen Warentransport noch machen. Ah, der ist ja schon in Gang, okay. So, von Lyon aus könnte ich Marseille mit Goldfahrzeugen, also mit sehr guten Passagieren anbieten. Ah, das liegt dann, weil ich hier nicht durchkomme durch das Land, ne? Und, oh, guck mal hier, der geht jetzt hier in mein Gebiet mit rein. Der macht mir Konkurrenz. Aha. Bin ich denn das? Das finde ich ja gar nicht mal so nett. So, dann würde ich sagen, was kostet mich denn hier die 500.000? Ich Unmengen, die kostet 110.000. Ja, bei Luxemburg weiß ich nicht, ob sich das lohnt. 25.000, na komm, wir probieren es einfach mal. Lizenz kaufen für Luxemburg und dann gucken wir, wo Luxemburg hin will. Und da sehen wir, Luxemburg will... Oh, da hin und dann dahin. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so viel. Na gut, okay, dann machen wir da trotzdem jetzt hier Luxemburg eine Strecke mit einem 18er Bus. Mehr Leute gibt es da nicht auf der Strecke. Der sollte auch voll sein. Gut. Okay, und dann haben wir hier noch Luxemburg nach Brüssel. Da können wir den 20er draufsetzen. Strecke nach Brüssel. Da können wir den 20er hier draufsetzen. Der sollte da auch relativ voll sein. Ja. Sehr gut. Okay, das läuft denn schon mal, das Geschäft da oben. Dann haben wir das auch angeschlossen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier Marseille. Waren haben wir hier hoch die transportieren dann. Oh, weiß ich nicht. Dijon möchte Warentransport nach da. Das ist jetzt auch nicht so doll. Wo möchte Dijon noch hin? Nur nach da und nach Genf. Okay. Du hast nach Turin. Du hast nach Genf. Und du hast nach Genf, ne? Also ihr beide wollt beide nach Genf fahren. Jo, dann gucken wir mal, was kostet die Lizenz 110.000 in der Schweiz. Obwohl, wir haben gleich die Million fertig. Eigentlich, wir lassen es jetzt laufen. Wir lassen die Million jetzt reinlaufen. Ich denke, das ist okay. Und dann haben wir die Mission auf jeden Fall geschafft. Und ich sag mal, wenn man jetzt so strategisch arbeiten würde, würde ich jetzt nur noch schnell hier noch ein paar Länder dazu kaufen. Auch hier oben vielleicht eventuell. Brüssel hat nämlich hier nach oben richtig Interesse, ne? Da könnte man was machen und auch nach hier drüben, nach Birmingham Interesse. Und hier zum Beispiel, was wie sieht es aus in Calais, die haben auch nach London gutes Interesse und so. Also da würde ich jetzt dann natürlich noch weitere Lizenzen kaufen, damit ich dann hier mich ausbreiten kann. Aber was mich stört, ist, dass die hier wirklich hier durchfahren. Denn da, wo er hinfährt, denke ich mal, wird er auch Leute transportieren. Und na gut, er ist noch nicht innerhalb meiner Stadt unterwegs, aber eine Lizenz gekauft und fährt von Andorra nach Bilbao durch mein Gebiet durch. Gefällt mir nicht unbedingt. So, da sieht man wieder hier, ne? Ab da habe ich entschlossen, dass ich nicht mehr allzu viel mache und dann ist das Wachstum auch wesentlich geringer. Aber wir haben das größte Vermögen, wir haben das Kapitel abgeschlossen und haben die ersten Züge eingesetzt. Wenn auch meiner Meinung nach nicht optimal, aber das kriegen wir wahrscheinlich im späteren Spiel auf jeden Fall noch raus. Gut, das soll es gewesen sein. Ich gehe jetzt hier gleich auf Fortsetzen. Dann gucken wir uns ganz kurz an. Neues Team, gleicher Traum. Okay, müssen wir uns mal angucken. Hier wird ordentlich angeprostet. Um mich von dem Problem mit meinem Vater abzulenken, beschloss ich, meinen alten Frachtbekannten zu besuchen in Großbritannien. Ich sprach mit ihm über meine Situation und erzählte ihm sogar von der illegalen Fracht. Im Gegensatz zu meinem Vater verstand er meine Vision. Ich weiß immer noch nicht, was die illegale Fracht ist. Er war unterstützend und wollte mich engagieren, um mir zu helfen, meine Gelegenheitsreisen zu meinem alten Freund hatte ich. Meine Gelegenheitsreise zu meinem alten Freund hatte sich schnell in eine große Geschäftsreise verwandelt. Nachdem er einige meiner Finanzdokumente durchgesehen hatte, überzeugte er mich davon, ein Darlehen für weitere Fahrzeuge aufzunehmen. Wenn wir das mit ihm zusammen machen wollen, müssen wir aggressiver sein und mit neuen Partnern war das Geschäft wieder auf Hochtouren. So, jetzt kriegen wir die Bank dazu. Okay, also wir können uns jetzt ein Darlehen leisten und wir können jetzt
ihr minderwertiger Zug, um eine kleine Zahl an Economy- und First-Class-Passagieren zu befördern. Dann haben wir mittelwertiger Zug, um eine mittlere Anzahl von Passagieren der Economy-Class zu befördern. Dann haben wir den Goldzug, einen mittlerer Zug für kleine Mengen Fracht. So, dann haben wir starke Regenfälle führen zu massiven Sturzfluten. Diese Bedingung verursacht Erdrutsche und Brückenausfälle. Die Reisebedingungen sind betroffen und wir kriegen noch einen steigenden Reiseanforderung vorbereiten, um sicherzustellen, dass jedes Jahr einen schönen Urlaub hat. Die Winterferienzeit ist da. Die Passagiere werden reisen, um die Familien zu besuchen, Last-Minute-Geschenke zu kaufen und festliche Lichter zu sehen. Also, wir kriegen wieder noch ein neues Event und wir sind jetzt in Großbritannien. Ich drücke hier auf Pause, dann speichern wir das hier und sehen uns in der nächsten Folge, wie wir Großbritannien sozusagen versorgen. Wir sollen 80.000 Passagiere transportieren, Economy Class. Wir sollen 20.000 Passagiere First Class transportieren und wir sollen 70.000 Frachteinheiten transportieren. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr tollen Aufgabe. So, bis denn. Tschüss.